Hallo zur neuen Episode des Gesundheitsmagazins Bleibfit TV. Heute dreht sich alles um die Faszien. Um die Faszien hat sich ein bisschen ein Hype entwickelt und ich möchte heute erzählen, warum das so ist. Was sind Faszien überhaupt? Wie können wir Faszien trainieren? Und vor allem, warum sollten wir sie trainieren? Aus Faszien bezeichnen wir eine Hüllschicht. Und diese Hüllschicht umgibt Muskeln, aber auch Muskelgruppen oder ganze Körperabschnitte. Die Faszien bestehen aus kollagenen Fasern, die straff sein können oder die sich aber auch verkleben können. Und Elastin. Diese Fasern stehen zueinander und das nennt man dann Bindegewebe. Das Bindegewebe ist dafür da, um einerseits Muskeln, die dicht aneinander liegen, die Kontraktionen des einen Muskels nicht die anderen Muskeln beeinflussen können. Andererseits kann aber auch in dem elastischen Bindegewebe, in den elastischen Kollagenfasern, Nährstoffe gespeichert werden, aber auch Energie gespeichert werden. Die Energie benötigen wir, um die Muskeln zu unterstützen beim Krafttraining, aber auch beim Ausdauersport. Und die gespeicherten Nährstoffe in diesen kollagenen Fasern, die ernähren unsere Muskeln. Ich habe schon angesprochen, es gibt auch Verklebungen. Und diese Verklebungen, die sehen wirklich so aus, wie wenn einzelne Fäden sich umeinander wickeln. Unser Training wird jetzt das unterstützen, dass die Fasern wieder zueinander stehen und elastisch wirken können.